Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Einreichende, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, herzlich willkommen zur Verleihung der SDG Awards des Senats der Wirtschaft. Als Bundesministerin zuständig für die Koordinierung der Umsetzung der Agenda 2030 der Vereinten Nationen sind mir die Umsetzung der 17 SDGs wirklich ein persönliches Anliegen. Ich freue mich daher sehr, dass auch heuer wiederum im Wege dieser Initiative Pionierinnen und Pioniere der Nachhaltigkeit ausgezeichnet werden. Innovation und Unternehmergeist sind dabei wesentlich für die Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele. Auch begrüße ich, dass die heutige Preisverleihung mit 4 Kategorien besonders breit aufgestellt ist. Diese sind Unternehmen, Initiativen von der und für die Jugend, Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Medien und Journalisten. Wegweisende Initiativen bei der Umsetzung der SDGs müssen, wie die Ziele selbst, einem breiteren Publikum bekannt gemacht werden. So hat Österreich in diesem Jahr einen umfassenden Fortschrittsbericht zur Umsetzung der Agenda 2030 im Zeitraum 2020 bis 2022 veröffentlicht, der Leuchtturmprojekte und Good-Practice-Beispiele auf Ebene des Bundes, der Bundesländer, aber auch der Städte und Gemeinden hervorhebt und der auch hier im Plenum des Parlaments diskutiert wurde. Das Jahr 2023 steht ganz im Zeichen der Vorbereitungen für Österreichs zweiten freiwilligen nationalen Umsetzungsbericht, der im Juli 2024 präsentiert wird. Erfolgsgeschichten, die darstellen, wie die SDGs anhand konkreter Initiativen in und durch Österreich umgesetzt werden, sind wieder Teil auch dieses Umsetzungsberichts. Das dritte SDG-Dialogforum thematisiert heuer wieder, wo Österreich bei der Umsetzung der Agenda 2030 steht und vor welchen Herausforderungen wir uns befinden. Als regelmäßiges Format etabliert ermöglicht das Forum einen breiten Austausch zur erfolgreichen Strategie und zu Lösungsansätzen zur SDG-Umsetzung in Österreich und weltweit. Wir müssen diesen Multi-Stakeholder-Ansatz weitergehen und die SDG-Umsetzung beschleunigen, denn in der zweiten Halbzeit bis 2030 bleibt noch sehr viel zu tun. Mein Dank gilt allen, die sich tagtäglich für die Verwirklichung und Umsetzung der SDGs einsetzen. Auch Sie leisten einen entscheidenden Beitrag zur Umsetzung in Ihrem Wirkungsbereich und weit darüber hinaus. Den Gewinnerinnen und Gewinnern gratuliere ich ganz herzlich zur Auszeichnung und wünsche allen Nominierten weiterhin alles Gute in Ihrer Arbeit bei der Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen.